Oh mein Gott! Junge, ist das ein Trick, Alter? Junge, was ist das, Alter? Der schießt sich selber in die Fresse, Alter! Was geht ab, Leute? Holz hier am Start. Heute natürlich direkt mit einer neuen Reaktions... Boah, direkt, ich schwöre, in dem ersten Satz Sprachfehler. Also, was ist denn hier los? 2021, ich dachte wenigstens, meine Sprache hat sich mal verbessert in diesem Jahr. Auf jeden Fall eine neue Reaktion für euch natürlich am Start. Ihr habt im Titel schon erkannt, worum es geht. Um Tore, wenn die nicht gefilmt worden wären, dann würde man die nicht glauben. Ich kann nicht so gut von Englisch in Deutsch übersetzen, ihr wisst Bescheid. Und ja, heute natürlich mit meiner Anwesenheit definitiv eine Bereicherung für YouTube. Und ich bin gerade über einen lustigen Sidefact gestoßen. Und zwar, das ist so dumm, ich kann es gar nicht aussprechen. So. Auf jeden Fall, chemische Elemente reagieren ja miteinander, ne? Das haben wir letztes Mal irgendwann schon mal in der Reaktion herausgefunden, ne? Und dafür gibt es Reagenzgläser. Und diese Reagenzgläser, dieses Reagenzglas, ist dafür da, damit die chemischen Stoffe reagieren. Warum erzähle ich eigentlich so einen Quatsch? Auf jeden Fall habe ich gedacht, bin ich schon so der Reagenz-Lars, weil ich bin kein Glas, sondern ich heiße Lars und ich habe ja auch viel mit Reaktionen zu tun, ne? Mein Gott, ich bin so dumm, aber... Ich weiß auch nicht, ich wollte euch das mitteilen, Leute. Okay, wir starten rein in die Reaktion. Ich höre auf mit diesem Cringe-Content. Und wir machen jetzt 2021 nur noch seriösen Content. Genauso wie mein 2020-Zusammenfassung. Ne? Wer die nicht gesehen hat, die war geil. Die war mal ein bisschen anders. Ja, hier ist immer sehr verrückt, sehr crazy. Wenn ich meinen Pillen nicht genommen habe. Wenn ich meinen Pillen genommen habe, ist ein bisschen... So wie das 2020 Abschlussvideo. Das ist auch sehr geil, aber sehr kurz. Aber steckt viel Arbeit hinter, ey. Okay. Ich schwöre, wenn Leute mich sehen, ne? Und die kennen mich nicht von Brutatus oder sonst wo. Nein, bei Brutatus ist dasselbe. Wenn Leute mich nicht kennen und das erstmal sehen, die denken, Vollpfosten. Die denken genau, ich bin das Ding, gegen das Eli getreten hat, Alter. Egal. Wir verlieren jetzt keine Zeit, sondern starten mit der Reaktion. Viel Spaß. Tore, die keiner glauben würde, wenn nicht gefilmt wäre. Ah, ich glaube aber, weil wurde gefilmt. Ja, es war, ist ein kranker Winkel, vor allem den im Spiel dann wirklich unter Druck zu machen, ist heftig. Muss man sagen. Oh mein Gott, was? Als ob der reingeht, als ob der reingeht. Gegen Latte? Gegen Latte? Was, zweimal gegen Latte? Lol, ich schwöre, ich kannte das Tor nicht. Einige von euch kannten das bestimmt schon. Ich weiß nicht, von wem der Schuss war, der verkackte, aber ich konnte schon sehen, er hat so die Hände schon gehoben und trotzdem daraus noch Tor. Junge, einfach Zlatan angeschossen. Junge, das kannst du doch nicht mit Zlatan machen, das ist Fußballgott, Junge. Also für mich definitiv der beste Spieler der Welt, Zlatan Ibrahimovic. Immer Cristiano Ronaldo, Messi. Junge, Zlatan. Zlatan. Junge, er jubelt einfach schon, ey, Junge, niemals abstauben, Alter. Aus Prinzip, ich hätte daneben geschossen, Alter. Na, hätte ich nicht. Yo. Achso, ich dachte, der war abgefälscht, hä? Was war das für eine Flugkurve? Oh mein Gott. Noch geiler in den Giebel, kannst du den nicht ölken, Alter. Junge, wer war das? Ich hab keinen Plan. Boah, aber ich meine, den haben wir schon mal in irgendeiner Elfmeter-Reaction gesehen. Ja, das ist einer der frechsten Elfer überhaupt. Junge, war das David Luiz? Einfach den Ball vor Schulter abbekommen? Wer war das? Oh mein Gott! Junge, ist das ein Trick, Alter? Ist das ein Trick? Junge, der Torwart hat die Reaktion, Alter. So, komm, scheiß drauf. Was soll ich da machen, Alter? Oha. Oha, wie frech. Mit Schulter. Junge, das ist schon geisteskrank frech, Alter. Junge, als Torwart, du musst ja einfach saudämlich vorkommen, oder? Muss ich eigentlich mal den Meli fragen, wie man sich so vorkommt nach so einem 50-Meter-Tor. Warum liegt da noch ein Ball? Hä? Das Tor kann doch nicht gegeben werden. Ja, das kenne ich sogar. Was war das? Ja, aber Ronaldo zaubert ihn halt trotzdem irgendwie rein. Ne? Er lacht sich selber kaputt. Junge, was ist das, Alter? Der schießt sich selber in die Fresse, Alter. Junge, wie kann man so...
Wie kriegt man das hin? Junge, oder wer hat sich gedacht, ey komm, ich will unbedingt mit Kopf heute ein Tor schießen. Schieß mir voll vor die Fresse. Boah, Junge, böse. Böse. Richtig schöner Rabona. Yo, den hatten wir auch schon mal. Ja. Wie, ey, ich check's nicht. Hat er es berechnend gemacht? Hat er das, also war es wirklich sein Ziel, ein Salto zu machen? Oder war das so, was ist denn da passiert? Jo, weil der Platz so broke ist. Jo. Jo. Junge, was? Ey, Alter. Junge, ich würde so ausrasten als Torwart. Junge, der wäre doch locker drangekommen. Wieso steht der denn nicht auf? Stattdessen liegt der da weiter rum. Hä? Ja, okay, das Tor kennen wir alle. So, ich tue so, als ob das nichts Besonderes wäre, weil wir das Tor alle kennen, aber normal ist das einer der krassesten Freistöße aller Zeiten. Vielleicht sogar der krasseste. Jo, ist der blöd? Jo, der weiß doch, dass hinter dem noch der Spieler ist. Was wartet er denn da 300 Jahre? Das war auch kein Foul. Oha. Erinnert mich an Lazarus Tor. Das war noch ein bisschen geiler. Wisst ihr warum? Weil der Gladbacher ist. Also noch nicht, aber wir haben Kaufoptionen. Ey. Ja, geisteskrankes Tor. Wie jetzt? Doppelpass mit Gegner und Gegner schießt doch noch rein. Was ist das denn, Alter? Was ist das denn? Ich schwöre, was ist das denn? Junge, der köpft sich. Der haut sich den selber rein. Wieso haut der denn nicht raus? Was macht der denn da? Ich halte doch nicht so einen Ball. Ich habe ja schon viel gesehen. Ich dachte, Meli wäre der Schlimmste. Junge, Meli, wenn er das Video sieht, dann denkt ich hate den einfach so. Nein, Meli, du hast es gut gemacht. Du bist auf einem guten Weg, Meli, wirklich. Lass ein Like für mich. Nein. Doch, lass dein Like für Meli da, komm. Normalerweise sage ich sowas nicht, aber diesmal dürft ihr es wirklich machen. Man kann nur besser werden, Meli. Man lernt aus seinen Fehlern. Wichtig ist, dass man das nicht ein zweites Mal macht. Jo, was ein Tor. Ja, den kenne ich auch. Den kenne ich auch. War stabil. War sehr stabil. Giroud, Alter. Nein! 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 Meli? Meli? Wer hat denn, der hat sich doch selber schon kaputt gelacht, als ihm das passiert ist, oder? Ich hab's gar nicht mitbekommen. Wer hat denn jetzt den Ball abbekommen? Ach so, das wurde aber doch gegeben, oder nicht, das Tor? Das Tor wurde damals gegeben. Und das ist von außen rein. Und das Tor wurde einfach regulär gegeben, oder nicht? Boah, Eli tritt vor den Pfosten, ey, da sehe ich doch schon, Alter. Aber was hat der Spieler da auch zu suchen, Alter? Der rennt ja ins Tor rein, Junge. Aber geile Mucke hier wieder. Boah, Junge. Schwöre. Cristiano Ronaldo steht da 3 Meter für eine Stunde lang in der Luft, Alter. Junge, nur Ibra kann solche Tore schießen. Deswegen ist Ibra der krasseste Spieler aller Zeiten. Und auch der lustigste und arroganteste. Und das feiere ich. Also Arroganz ist nicht feierbar, aber bei Zlatan irgendwie ist das sympathisch. Ich weiß auch nicht, Leute. Die Leute, die Zlatan feiern, die verstehen vielleicht, was ich meine. Warum rede ich jetzt überhaupt über Zlatan? Einfach, weil er krass ist. Ich weiß auch nicht. Zlatan ist krass. Also Leute, das war schon wieder mit der Reaktion. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Story ihr am krassesten fandet. Ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis. Ich habe jetzt schon wieder alle Tore vergessen, weil ich alle Tore heftig fand. Aber ich fand das eine fand ich ziemlich geil. Und das andere, wo der den rüber gespielt hat und dann so, der war auch nicht schlecht. Aber da waren auch viele Passi-Aktionen dabei, ne? Und da können natürlich auch da mal Tore entstehen, Leute. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Nächste Reaktion kommt wahrscheinlich. Und
Und ja, haut rein. Abonniert mich ohne Grund. Ciao, ciao. Nein, mit Grund. Ich will auch eine Play-Button haben. Danke.